Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Escape 2, unserem Varo hier. Und das ist jetzt mittlerweile Folge 6. Korrekt. Ja, und ich würde sagen, wir joinen auf dem Server in 3, 2, 1, go! Discord steht. Discord steht, ist alles soweit ready und ich muss die 10 Sekunden noch abwarten. Ja. So, letzte Folge ist. Ich würde sagen, wir begeben uns zu neuen Koordinaten, würde ich jetzt sagen. Ja, würde ich sagen. Also, alles abbauen. Ich werde auch ein bisschen was hier wegwerfen, weil das brauchen wir so nicht. Gravel, Dirt. Nimm du mal die anderen Sachen aus dem Ding raus. Ja, das Holzschwert werden wir nicht brauchen. Das Holzschwert braucht kein Mensch. Ich kann es mal hier auch wegwerfen. Dann habe ich einen Platz im Inventar frei. Da kann ich hier. Eine Werkbank habe ich noch dabei. Hast du dabei? Chest, den brauchen wir mit, ne? Ja. Ein Schild auch, auf jeden Fall. Leder. Ich habe noch einen Platz für die Kiste. So. Schild habe ich. Perfekt. Dann will ich sagen, das Schild lassen wir hier. Das Schild lassen wir natürlich hier. Wenn schon, dann richtig. Fackeln Correct. Können wir auf dem Weg zurück mitnehmen. Hast du da echt unseren Eingang zugestellt? Ja, richtig gesagt. Mensch! Ne? Ja. Wow! Ich kann mitdenken. Sehr richtige Profi-Arbeit hier. Wieso überhole ich dich? Ja, ich hab nur von den Besten gelernt, ne? Ja. Es geht ja ab hier wie Ay caramba. Also, Bram und Dalo waren ja warte, bevor wir das abbauen. Eine Wette? Oh. Ist Tag oder Nacht? Es ist Nacht. Stimmt. Beste Voraussetzung, ne, würde ich sagen, um eine neue Höhle zu finden. Ja. Mini-Zombie! Ob wir jetzt sterben, weil wir vom Creeper oder so. Ey, das wäre übel. Das wäre bitter. Es wäre wenigstens ein lustiger Tod. Muss man einfach mal so sagen. Dann, ganz ehrlich, solange wir jetzt nicht den Stigi-Tod nachmachen. Ach komm, ganz ehrlich. Also es gibt. Also, ganz ehrlich, wenn wir so dadurch sterben, A, haben wir eh länger überlebt, was schon mal besser ist. Und B, ja, gut. B, hätten wir dann auch einen anderen lustigen Tod. Ich will nur nicht in die Nähe von Skeletten kommen. Das ist halt immer noch meh. Brauchen wir eigentlich Kakteen? Weißt du das gerade? Du sollst nicht. Kakteen? Ich glaube nicht. Nicht, ne? Können wir nichts mit anfangen. Nee. Boom. Ach ja. Das waren die Kakteen. Diese schönen kontrollierten Sprengungen von Creepern, ne? Ja, schön, ne? Man ist ja jetzt keine Bauwelt. Du darfst Alter, folg mir mal. Siehst du das da hinten? Ich glaube, ich hab's gesehen. Ich sehe es. Das ist ein Tempel. Nee. Dieser Tempel gehört uns. Ne, wir sind die ersten Menschen auf diesem Planeten. In diesem Tempel. Einen Tempel gefunden haben. Wir müssen aufpassen wegen TNT-Fallen, weißt ja, ne? Mm. Ist dir vermutlich nichts Neues. Nee, das ist nur eine Wasserquelle. Achtung, da hinten ist eine Hexe, da sollten wir nicht hin. Theoretisch könnten wir auch jetzt richtig easy TNT-Farm? TNT-Farm. Ah, ne. Ist zu hohes Risiko, ne? Mhm. Wir machen es trotzdem. Wir sind super. Ja, aber es geht ja eh gerade die Sonne auf. Ja, in dieser Wüste ist nichts. Gehen wir da hinten zu dem Wald. Ja, würde ich sagen, ne? Sieht mir sehr stark da hinten nach Pilzbiom aus. Nee, Pilzbiom nicht, aber da sind Pilzbäume drin. Das ist doch meistens Pilzbiom, oder nicht? Nö. Also wenn wir, okay. Klar, wenn wir hier eine Myzel finden würden, Alter. Wäre natürlich OP. Wir wären die Babus. Oh, Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr kann man immer einsammeln. Ja, würde ich sagen.
Allein wie viele Diamanten haben wir eigentlich jetzt noch über? Acht. Alles klar. Eine Enderperle. Sammelst du das nicht ein? Achso, ich dachte, ich habe keinen Platz. Deswegen. Ich auch nicht. Dann, Ab. Hast du? Ja, ich habe dafür Dirt rausgeworfen. Ja, ich hätte sonst meinen Glowstone rausgeworfen, das mysteriöserweise in meinem Inventar ist. Hier sind viele Pilze. Ey, warten wir, komm mal zurück. Hm? Gehen wir hier runter. Okay. Ich hab da ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, na dann. Ja, weil hier ist mal direkt einfach Eisen. Siehst du diese Kiste da? Siehst du, dass hier ein Spawner ist? Du hattest ein richtig gutes Gefühl, mein Freund. Ein richtig gutes. Alter. Ich bin dann schon mal so frei und... Alter, was bist du für ein Mensch? Du findest einfach direkt... Ja, mein Näschen kann... Wir bauen das Ding natürlich nicht ab. Wir deaktivieren es quasi einfach nur. Ne. Schallplatten. Eisen. Ey, wir können... Wir haben eine Schallplatte einfach. Ey, wir können Musik machen. Ja, voll. Komm, Musik-Challenge. Eimer sind eigentlich immer gut. Aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Iron Horse Armor, brauchen wir sowas? Nee, eigentlich nicht. Nicht, ne? Alter, hier ist einfach ein Spawner. Hier ist einfach ein Spawner. Wie viel Essen hast du eigentlich? Ich habe noch 3 Cooked Chicken, ein Cooked Rabbit. Warte, dann gebe ich dir erstmal. Und noch 12 Cooked Pork Chop. Rabbit ist Mutton, ne? Nee, Rabbit ist Hase. So. Mutton ist. Ja. Hammelfleisch. Hammel, genau. Wir haben einfach eine Diskette. Einfach eine Diskette. Also, Diskette, nicht, you know what I mean. Jetzt hast du die Öfen eingestellt? Ja, ja. Hab ich doch gesagt, bevor wir da reingehen, lass mich... Ja. Hast du recht. Wir haben ein... Das kann's nicht sein. Wirklich ein Spawner? Da mache ich erstmal F1 wegen Screenshot. Perfekt. So. Wir dürfen hier keine Fackeln setzen, die man von außen übrigens sehen kann in der Höhle. Ne? Das ist wichtig. Ne, deshalb. Aber das ist eigentlich ja, haben wir es ja so richtig gemacht. Es ist unterhalten. Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt uns niemand, dass wir das gemacht haben. So. So, was hast du getan? Hä? Ich, erkunde. Achso. Ich, verzauber. Alles klar. Oh, ich höre Lava. Die Eisenschwerter hast du im Inventar wahrscheinlich, ne? Ja, die habe ich im Inventar. Das macht nichts, ich habe ja genügend Eisen. Ich kann mir ein Schwert craften. Die kann ich dir geben. Nee, ich habe mir jetzt schon welche gecraftet, weil, Hast du den da hingestellt? Ja, wenn wir so schon so ein Ding haben, dann muss das direkt auch genutzt werden. Wir haben natürlich keine, Sharpness, nice. Ach ja, du hast das Lapis, ne? Unbreaking, nein. Hallo? Ja, da liegt das Lapis. Lapis, wir haben Lapis. So, Sharpness ist ja Schärfe, das ist ja das Gute, genau. Ne? Wenn du ein Sharpness 1 hast, dann kann ich dir auch noch ein Sharpness 1 geben. Ja, habe ich gerade. Ah, ich kann uns mal einen Amboss machen. Oh, ja, stimmt. Gute Idee. So. Alter, ich habe 3-mal hintereinander Sharpness. Ja, nice. Das ist jetzt schon gut. So, ein Amboss. Amboss ist wichtig. Wir haben sehr viel Eisen halt. Das reicht ja vollkommen für einen Amboss. So, und jetzt hör mal hin. Nett. So, Sharpness und Sharpness. Brauche ich ja 2 Level, das ist kein Ding. Da ist nochmal ein Sharpness-Schwert. So. Und damit haben wir ein Sharpness 3-Schwert, das ich erstmal im Inventar behalte, weil das wollen wir ja nicht für den Kampf direkt nutzen. Nee. Gut, ich mache jetzt auch nochmal ein paar Schwerter. Ja. So, zack, zack.
Also heute haben wir zwar nicht viel abgebaut, aber trotzdem. Wir so. Gehen schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja. So. Ich brauche mal das Lapis von dir. Ach ja, stimmt. So. Hast du. Die also Firma hinter dir. Dankt. Genau. Ah, du weißt, nur Sharpness nehmen. Wenn du was anderes hast, dann... Sharpness und Unbreaking. Du hast Sharpness... Ah, du nimmst Level 3 Verzauberung? Nein, das war jetzt eine Level 1 Verzauberung. Nein. Sharpness als 1? Als wenn wir so ein fucking Sharpness Glück 1? Haben. Alter, du bist mir einer. Das ist ja unfassbar. Und Knockback. So, jetzt frage ich mich, sollen wir mit dem Eisen erstmal auch Eisenrüstung machen? Wir haben ja über 100 Eisen. Sharpness? Na. Oder sollen wir direkt Dia-Rüstung machen? Ich würde sagen, dass wir versuchen, direkt auf Dia zu gehen. Okay. So, Sharpness 1, Sharpness 1. Ich mach da mal ein Dia-Brustpanzer, kann ich nämlich machen. Alles klar. Aber ist die Frage, ob ich den jetzt schon machen soll? Wie lange halten diese Dinger? Halten die lang genug? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Ja, komm, dann warte ich. Erstmal. Sharpness 3, Unbreaking 1. Das ist doch nicht mehr normal. Nicht wirklich, nein. Aber ich könnte noch Knockback mit drauf machen, aber dafür fehlen mir 4 Level. Eins mache ich aber. Ich mache für jeden von uns eine Hose, weil mit dem Hintergedanken, dann sterben wir nicht instant durch einen Creeper. Stimmt. Den Gedanken und das Eisen haben wir nämlich. Ja. So, Ach, echt, sind wir schon echt bei kurz vor Ende der Folge? Was ist kurz vor Ende der Folge, ne? Ja, gut. 3,5 Minuten noch, ne? Ja. So, ich mach nochmal kurz verzaubern wieder. Haben wir noch Lapis? Ja. Müsste unbedingt. Nee, hab ich dabei. Dann müssen wir uns auch mal nochmal auf die Suche machen. Ja. Wir müssen nach dieser Folge gehen, wie ich hier. Runter, würde ich sagen. Bitteschön. Ich sammle gerade noch ein bisschen Kohle auf, wegen Level und so. Alter, wir haben gerade die Überschwerter, würde ich sagen. Schon ein bisschen. Schärfe 3. Unbreaking 1. Also, ne? Ja. Ich hab den Skill, würde ich sagen. Vor allem habe ich die Nase. Alter, das war wirklich, also puh. Wäre auch ein super Name für eine Folge. Ich hab die Nase. Scheiße, er hat eine Nase. Ja, diese scheiß ASDF-Anspielung. Mhm. So. So, Level 5. Eigentlich bräuchten wir eine Luck-Pickaxe. Ja, aber das lohnt sich, glaube ich, kaum. So, nimm mal du das Lapis wieder. Alles klar. Wie sieht's aus mit einer Team-Chest? Ja, es steht da oben schon. Ohne Schild. Ja, noch ohne Schild. Ich habe keine Level. Hast du 5 Level? Ja. Dann bitte diese beiden Schwerter miteinander verkraften. Sharpness und... Sharpness, genau. Aber noch nicht nutzen. Erst wenn Sharpness 4, würde ich sagen. Ich könnte Sharpness 4 machen, aber da brauche ich 12 Level für. Ja, das ist das Ding. Nee, 10 Level. Das ist trotzdem erstmal irrelevant. So, jetzt ist die Frage ganz schnell, machen wir nach dieser Folge noch eine Folge? Nee, würde ich nicht. Nee, würde ich sagen, nee. Okay, dann, dann müssen wir ja eigentlich nichts tun, außer diese Fackel hier weg. Und uns hier einbauen. Hast du den Zugang zugemacht? Ja. Das ist gut. So,
So, ich baue mich hier insofern professionell zu, als dass ich ein kleines Schlagloch habe. So, 15 Sekunden, die können wir abwarten. Ja. Aber ganz ehrlich, das war fast die beste Folge, die wir hatten. Auf jeden Fall. Also von dem, was wir gefunden haben und unser Verzauberungsglück. Hallo, ich hatte bis auf einmal die ganze Zeit Sharpness 1. Also ich habe jetzt 2 Sharpness 3 Schwerter und... Alter. Ist das irgendwie so OP? Wieso? Also wir haben den Skill, würde ich sagen. Wir haben den Flow. Ja, unser Minecraft ist on fleek. On also fleek. Da kann ich erstmal dabben. Aber nur gut. Ja. Lass uns die Folge nicht weiter strecken. Wir können schon Midroll schalten. Ist ja über 10 Minuten, ne? Ja. Ist klar. Wir können natürlich über 20 Minuten, dann können wir noch mehr Midrolls, die doppelte Zahl machen. Ja gut, aber ne. Dann müssten wir jetzt noch 5 Minuten einfach nichts tun oder ein Outro in Extremverzögerung reinfügen. Nee, lass uns mal. Lass uns mal nicht, ne? Nee. Gut. Dann muss ich noch irgendwie anders Geld verdienen. Ich habe hier einen Zalando-Gutschein, ne? Zalando Perk Placement! Du weißt, dass du jetzt oben rechts sagen musst, ne? Product Placement. Video. Ja, klar. Ist ja. Zalando hat mir ja Millionen gezahlt. Ja, auf jeden Fall. Ich warte immer noch auf einen Rechner, den du mir versprochen hast. Ja. Gut. Aber nur gut. Ich würde sagen. Wir hatten so viel Glück. Und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.